Okay, die muss ich killen. Oh, habe ich ein Spielzeug von dir kaputt gemacht? Okay, ich bin ganz froh, dass ich mich erst so spät habe hinten. La la. La la la. Mama. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin CyberPsycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Resident Evil Village Shadows of Rose. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir haben unsere Mutter ausgekontert und konnten hier runter in den Keller. Und das finde ich echt cool, dieser Bezug zum normalen Resident Evil Village. Also praktisch das, was wir mit Ethan gemacht haben, macht jetzt Rose im Schnelldurchlauf, nur ein bisschen anders. Finde ich sehr, sehr cool. Seit dem letzten Mal oder seit der letzten Folge bin ich nur zur Schreibmaschine gegangen. Da hat die gute Angel gesagt, dass wir zu ihr kommen sollen ins Schlafzimmer. Und ja, lasst uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Ja, also ich finde das richtig cool. Ich bin jetzt eine Puppe. Aber nö, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Ich muss Verstecken spielen. Ja! Ja! Was ist denn los? Kann ich jetzt hier durchgehen? Oh, oh. Okay. Das wird, glaube ich, nicht einfach. Ich weiß halt jetzt nicht. Bitte schon nach rechts. Okay, sie bewegt sich hier nicht random, sondern normal. Sie hören mich aber nicht. Es sind ja Puppen. Ich vermute mal, ich muss da lang. Würde ich jetzt auch so spontan behaupten. Es ist gerade richtig crazy, dass ich auch nur so klein bin. Ja, du hast nichts gesehen. Kommt die jetzt hier? Tu doch nicht so. Ja. Wie viele Puppen noch? Wer hat sich den Scheiß hier ausgedacht? Okay, die schaut nach links. Und die schaut zu mir. Weiß ich nicht. Bin ich da? Okay, und die ist auch so, dass ich nicht rechts an der vorbeigehen kann. Nur stark von uns. Okay, jetzt hätte ich die Zeit kurz nutzen können, aber ich habe Angst. Ich weiß ja nicht, wenn die jetzt hier herkommt. Also wenn sie jetzt hier ist, ob ich dann da hinten langlaufen könnte. Ich glaube aber nicht. Zeit wird knapp. Okay, ich versuche mal hier hinzugehen. Ah, nein, geh runter. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Sehe ich dich jetzt auch nicht mehr. Ah, das ist voll creepy. Mein Problem ist, ich weiß noch nicht, wie sich die Puppe auf dem Brett verhält. Da war doch auch eine. Genau die da. Okay, hier jetzt einfach rüber. Nicht runterfallen. Bis jetzt läuft schon mal gut. Richtig crazy, aber cool ausgedacht. Sehr, sehr cool ausgedacht. Ach nein, ich komme hier nicht. Achso, doch, ich komme hier. Weil ich spring da jetzt einfach runter. Kann, also. Oh nein, ich muss hier gar nicht in Deckung gehen. Okay. Round one. Geschafft. Ich freue mich. Ich kann kotzen. Ich will keine Freunde. Und erst recht will ich nicht mit denen hier Verstecken spielen. Hallo? Okay, jetzt. Ja, früher war Verstecken und Fangen und sowas war immer cool, aber. By the way, das Viech rechts sieht aus wie Sasori. Ah, ich habe die damit abgelenkt. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hoffe, die drehen sich jetzt nicht um. So viele. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Ah, da ist das Blümchen. Wieso muss ich jetzt das Blümchen hier aktivieren? Okay, schnell geschaltet. Ja, wenn ich das Ding bin, dann bin ich ziemlich am Arsch. Was hat die für kranke Puppen? Da wäre Angie ja noch harmlos dagegen. Da ist Angie Haus dagegen, besser gesagt. Angie reden wir hier die ganze Zeit. Das ist ja nicht, leider nicht die Puppenspielerin, mit der wir quatschen, sondern Angie. Aber so ist es mir lieber, wenn ich die so ablenken muss. Also theoretisch. Komme ich hier hinten durch? Ja.
muss vielleicht in die Hocke gehen, aber ich komme hier durch. Hallo. Ihr seht mich nicht. Ah, jetzt wird das Ganze ein bisschen doof. Ich muss nur an Ihnen vorbei. Hallo. Ich gehe trotzdem in die Hocke. Und vor allem, ich muss nur an Ihnen vorbei. Nur. Hätte ich von da oben die Pflanze da aktivieren können, damit sie... Vielleicht komme ich nicht mehr zurück. Habe ich ein Problem. Und ich muss da noch außen rum gehen. Hast du genug? Nö. Also ich werde jetzt erst warm, du. Die sind so creepy, aber auch irgendwie richtig cool. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich einen Schaden, weil ich diese Viecher cool finde, aber... Jetzt mal Retalk, die haben Stil und ich komme hier nicht hoch. Ah ne, ich muss wahrscheinlich dann nach unten. Nö. Nö, also nö. Nicht solange das creepy Viech hier ist. So, dann hier unten rein. Was bringt mir das jetzt? Ah. Ey, was lachst du? Ich hoffe, sie sind alle abgelenkt. Und ich nur noch da oben das Viech kennen. Genau. Also bis jetzt läuft. Aber richtig coole Idee. Alter Vater, ich bin hier richtig geflasht. Creepy, aber sehr, sehr cool. Das erinnert so ein bisschen an... Little Nightmares. Oder heißt es so? Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt da gleich was durch die Tür? Oh nein, Mann. Muss ich dir jetzt auch wieder anschauen? Nee, oder? Ja, sieht nicht so aus. Ich hoffe, die schaut jetzt hier unten nicht rein. Ich hoffe, Mami kann nicht hören. Ja, Little Nightmares? Kann ich mir auch vorstellen. Wäre, glaube ich, mal eine coole Idee. Zocken. Oder zu Let's Play. Oh, oh. Ich glaube, da hinten ist gleich Mami raus. Die hat mich nicht gesehen. Und ich glaube, die hier muss ich... Oh, ich kann die sogar killen damit. Tschüss, Mama. Aber sehr cool. So, wo schaust du hin? Okay, die läuft da im Kreis, deswegen... Ah, die Tür ist wahrscheinlich zu. Oder ich bin zu schwach. Ja, das Vieh sieht auch... Oh, oh! Nein, du hast mich gar nicht getroffen! Warum hast du... Du hast mich nicht gesehen! Geh weg! Ach so. Ich bin... Mir geht's gerade nicht gut. Aber ich lebe noch. Müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass ich einen Hit tanken kann. Okay, die muss ich wahrscheinlich killen. Ja, wie tot wollen sie sein? Ja. Okay, die muss ich killen. Ah, oh, habe ich ein Spielzeug von dir kaputt gemacht? Okay, ich bin ganz froh, dass ich mich erst so spät habe hitten. La, la. La, la, la. Mama. Bist du jetzt sauer, nur weil ich eine deiner Puppen gekillt habe? Das ist voll überzogen. Nirgendwo. Weiß gar nicht, wieso ich jetzt eigentlich... Oder was mir das gebracht hat, die Puppe da zu killen, aber... Ah, da sind ein paar viele. Die kill ich mal schnell. Bevor sie problematisch wird, weil ich glaube, die recht... Die da kann ich auskontern. Oh. Vielleicht. Ah. Wird doch ein bisschen eng, sie auszukontern. Weil sie echt schnell ist. Ich spiele jetzt einfach mal kurz hier Mäuschen. Nein, hast du gar nicht. Hast du gar nicht. Hast du gar nicht. Okay, ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Okay. Also, wenn ich zu nah dran bin und sie dreht sich um, dann sieht sie mich auch. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Neustart. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Ich hoffe nicht. Echt, jetzt haben sie hier auch noch gespeichert. Wow. Ich hatte gehofft, dass ich da nicht mehr angehittet bin, aber das ist ja doof. So, kleines Viech.
Verreck. Ach ja, direkt den Seilbein nutzen. So, und jetzt kommt ja gleich wieder Mami. Und ich will mich jetzt mal heilen, bitteschön. Es ist echt nervig, dass ich mich hier so krüppelig bewegen kann. Hallo Mama. Hier ist alles super. Hier ist alles toll, denn du bist nicht allein. Wie alt bin ich eigentlich? 16? Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was mir das eigentlich bringt, dass ich diese Pflanze da kill. Vielleicht einfach nur, damit ich hier hinten durchgehen kann dann, so zum zurückgehen. Das könnte vielleicht sein. Weil ich hier dann wieder raus muss und damit ich da hinten durchgehen kann, habe ich die Pflanze entfernt. Das könnte gut sein. Okay, die hier wird geschlachtet. Na klar wusste ich, dass es AOE gibt. Er steckt nicht, aber es hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das klingt auch meine Mama. Oh, sie dreht sich um. Hä? Oh, die stehen wieder auf. Das ist jetzt nicht schön. Ich wusste nicht, dass die wieder aufstehen. Mama, geh da lang. Ja, ja. Geh da einfach lang. Nein, nicht umdreht, nicht. Warum drehst du um? Ich komme doch hier nicht durch. Bitte schau nicht in diese Ecke. Oh Mama. Oh Mama. Nein, 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 nein. Schau nicht in die Ecke. Geh da raus. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Hör auf zu lachen, du krankes Vieh. Dreht sie sich da jetzt gleich um? Ich weiß es nicht. Ah, sie hat mich vielleicht gefunden. Nein, Mama, lass mich los. Okay, das hat nicht funktioniert. Beißt du mir jetzt den Kopf ab? Mama hat mir den Kopf abgebissen. Mhm. Nee, finde ich auch. Okay, die Stelle ist doch schwieriger als gedacht. Ja, ich bin jetzt wieder hier. Okay. Da ist ja dieses seltsame Viech, das ich jetzt erstmal gleich schlachten werde. Aber vorerst nehme ich schon mal den Seilball. Okay, Freeze. Okay, die Stelle habe ich jetzt raus. Und auch diese zwei anderen Figuren, die kille ich einfach zeitgleich wieder. Was natürlich vorhin auch schon geplant war. Könnte ich mich ja besser bewegen als so verkrüppelt. So, jetzt. No hate. Aber so stokelig. Dann wäre es viel besser. Aber irgendwie glaube ich, das soll so sein. Ja, vor allem, wie lange brauche ich für diese Kackpflanze hier? Oder vielleicht geht es schneller, wie ich stehen bleibe. Ah, keine Ahnung. So, auf geht's. Aber es ist nett, dass sie mir so ein Brett hingelegt haben, damit ich hier hochlaufen kann. Hm. Ah, und jetzt kill ich die einfach zeitgleich. Bam! Okay, das Timing habe ich jetzt langsam raus. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich jetzt an meiner Mutter da vorbeikomme. Das ist gerade echt ein Problem. Hör auf, so zu tun, als ob du dich umdrehst. Okay, sie geht da hinten in die Ecke rein. Aber dreht sich halt dann direkt nach rechts. Ah, nee, vielleicht... Okay, jetzt weiß ich's. Wenn sie nach hinten geht, gehe ich hier lang. Ah, wenn sie da nach hinten geht zur Tür, kann ich vorbeilaufen. Soweit der Plan. Umsetzung. Oh Mann. Aber richtig cool. Ich habe abnormale Gänsehaut, aber richtig cool. Gut, vielleicht liegt es an den... guten 0 Grad draußen, das ist so kalt. Ja, wobei, hat man nicht geschneit, also kein 0. Aber vielleicht ist mir auch deswegen kalt, aber ich weiß es nicht. Okay, da unten können wir uns dann auch verstecken. Das Problem ist, ich glaube halt wirklich, dass wir hier wieder zurücklaufen müssen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss hier ganz schnell weg, denn Mama kommt da ja gleich. Okay, wie soll ich da hinten hin? Nicht hier unten rennen. Und jetzt? Soll ich hier vielleicht noch gar nicht hin? Bin gerade ein bisschen überfragt. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du genug? Nö. Also, ja. Habe ich die Wahl? Hey, jetzt bin ich hier. Hier geht es nicht weiter.
Hä? Gar nicht! Hä, das war voll asozial. Die haben die ganze Zeit dieses Ding da. Warum kommt sie dann auf einmal? Hä? Warum ist die auf einmal gekommen? Na, die drehen sich hier alle im Kreis. Gut, dass ich eine geschlachtet habe. Ungewollt. Hä, was jetzt? Ich komme doch hier gar nicht durch. Hä, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann hier nirgendwo meine Kräfte einsetzen. Und ich kann hier nichts einsammeln. Hasst mich das Spiel? Bin ich zurückgelaufen? Nee, kann ja nicht sein. Ich dachte eigentlich, ich muss da durch. Aber wenn da hinten der Glibber ist, wie soll ich denn da durch? Oh, oh. Tu doch nicht so. Ich bin echt jetzt gerade am Überlegen. Was muss ich machen? Ja, vielleicht ist es doch ganz gut, hier mal zu neu starten. Ich bin da echt verwirrt. Weil ich dachte, ich muss irgendwas einsammeln, aber ich habe nichts gefunden zum Einsammeln. Ja, ich starte wieder hier. Okay, was habe ich denn hier mit dem Blümchen? Achso, dass ich hier wieder zurückgehen kann. Ja, super. Aber warum soll ich da zurück? Achso, vielleicht soll ich das Blümchen machen und dann erstmal zurückgehen, bevor ich weitergehe. Das könnte vielleicht sein. Ich werde trotzdem das Viech hier killen. Ah ja, da gleich Mama kommt. Aber dann mache ich das erstmal. So, Mama, komm. Erscheine, Wunderbärchen. Genau, und jetzt dann erstmal das Blümchen und dann erstmal da hinten lang gehen. Bevor ich da oben lang gehe, wo Mama war. Vielleicht muss ich da erstmal noch was machen. So, ich gehe jetzt hier in den Mülleimer, weil dann kann ich ja auch stehen bleiben. Ich glaube, dann sieht sie mich nicht. So. Dann jetzt erstmal da hinten hingehen. Ich meine, irgendeinen Sinn wird es ja haben. Dass Mama da hinschaut. Ich meine, irgendeinen Sinn wird es ja haben, dass ich da erstmal das Pflänzchen wegmachen muss. Hat sie sich umgedreht? Bitte sag ja. Ja. Okay, schauen wir mal. Vielleicht ist das hier der Weg. Ach so, ja, okay. Jetzt sagt, wer hat sich einige. Ja, du. Oh. Hat sich einiges. Ethan war cool. Also Lucy, Freddy, Catherine und so. Oh Mann, sie tut mir halt echt leid. Lauf doch einfach weg! Gut, du bist jetzt nicht die beste Läuferin, also einen Marathon gewinnst du nicht, aber... Okay. Ja! Hallo, Kopf. Lauf! Ihh, du bist widerlich. Hey, Mama, du hast mich nicht gesehen. Oh, oh. Sieh schneller als ich! Sieh schneller als ich! Hä, wie soll ich denn das machen? Ach so, dann muss ich jetzt wahrscheinlich weglaufen, aber trotzdem schauen, dass ich außerhalb der Sicht bleibe. Weil sonst... Wie soll ich denn das sonst machen? Neustart. Ich hoffe, die Zwischensequenz haben wir jetzt nicht. Ich muss hier raus. Okay. Also, hilft das was, wenn ich mich... wahrscheinlich nicht. Ich muss jetzt mit dem weißen Seil, weil sonst hätten die es mir ja nicht hingeschrieben, muss ich jetzt wahrscheinlich hier meine Mutter... Feuer. Mama! Wir möchten mit dir spielen, du mich auch. Ich möchte nicht mit euch spielen. Ja. Achso, die Tür ist zugegangen. Ja, komm, wie schaut's aus? Vielleicht mal die Pflanze an. Schau mal. Ja. Diese Köpfe da überall. Oh, seid still. Komm schon. Lauf. Ich hab Freunde. Sind nur zu cool für euch.
Endlich still! Ich brauch wieder weißen Salbe. Hä? Ich hab dich doch abgewehrt, Viech. Ja, oha. Ich hab sie abgewehrt, aber vielleicht muss ich wirklich im richtigen Moment sie abwehren. Also nicht, wenn sie läuft, sondern wenn sie genau hinter mir ist. Ey, das ist gar nicht mal so einfach. Und das jetzt nicht, weil es irgendwie schwer ist, weil du Bosskampf oder sowas hast. Ja. Sondern weil es halt einfach wirklich... Ja, weil es halt einfach nicht einfach ist. Hört sich jetzt doof an, ist aber so. Also weil... Das Timing stimmt, also Timing-Sachen sind immer doof. Okay, jetzt habe ich sie abgewehrt und jetzt komme ich hier aus der Range raus. Okay. Führt zu, es zieht. Na genau, weil sie macht ja diesen Schlagangriff, um mich zu greifen. Und da muss ich sie dann blitzen, damit ich außerhalb der Range mit ihrem Schlag bin. Seid endlich still! Los, komm, ja! Bye bye, Mama. Ja, erstmal den Arm zerquetscht. Aber okay, habe ich nichts dagegen. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich bin mir zu 100% Warum sicher, dass ich. Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Ich weiß nur, wirklich, es ist Ethan. Er ist für mich gestorben. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Ja, klar. Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe. Er hilft dir doch. Stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Also entweder ist es wirklich Ethan oder... Wo sind wir? Zu Hause. Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Sieh dir all die Deko an. No. Das ist das Gab's alte Zuhause. Party? No. Also entweder ist es wirklich Ethan oder ist es irgendjemand, der Ethan kannte oder sowas. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren? Erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen? Check. Zusätzliches Geschenk für Rose? Ins Arbeitszimmer. Ist versteckt. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich das Versteck finden. Schön gemacht. Hier ist der Wein. Sie ist so winzig. No. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Oh. Diese Stimme. Ist das... Dad? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob der dein Instrument gespielt hat? Paul Boys. Okay. Die Paul Boys. Ah, Babyflasche. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Nein, das haben sie schön ich gemacht. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Also, was ist echt herrlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Sieh dich in Ruhe. Mach ich. Mach dir keinen Stress. Oh. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. So schnell wird aus Hip-Hop. Finde ich auch geil. So, damit man Markennamen, also kein Problem mit irgendwelchen Markennamen bekommt, einfach das I und so ändern. Genius. Aber eigentlich clever. Okay. Ich werde jetzt hier mal speichern. Wir sind jetzt bei knackigen 24 Minuten, wie es weitergeht hier. Und ob wir, weil ich gehe mal stark davon aus, dass hier irgendwas sowas wie ein Bossfight oder sowas gibt. Was uns oben erwartet und wie es weitergeht, erfährt ihr im nächsten Video. Aber schönes Ende für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.